SUSI 3 dem realistischen Zugsimulator. Und zwar, ja, die Folge 1 ist ja auf dem Kanal von Aufrufzahlen halt ist gut angekommen, von daher dachte ich, mache ich mal noch eine dritte. Und ja, heute haben wir ein Szenario, Hessentag, Hof Geismar. Ich habe mal eine Abendfahrt, also Nachtfahrt ausgewählt, Abend ist es ja auch nicht mehr. Und ja, wir fahren heute eine hässliche Landesbahn mit einem Flirt 3. Dann würde ich mal sagen, nehmen wir die Pause raus und lassen es mal bis zur Abfahrt weitergehen. Der Flirt hat auch TAF, also technisch basiertes Abfertigungsverfahren. Aber da heißt, die Türen schließen von selbst. Display ist gar nicht ein. Ja, da haben wir nämlich schon Abfahrt. Da ist die Freigabe raus. Ja. So sieht die Kiste übrigens von außen aus. Mal auch mal zeigen. Ist halt Flirt 3. Nicht 3. Halt Flirt standen dort. Schweizer S-Bahn-Zug, in Deutschland nehmen sie es für den Regionalverkehr. Von innen mag ich die Kisten gar nicht, aber fahren lassen sie sich ganz in Ordnung. Und da würde ich sagen, ab dafür. So, jetzt haben wir sich die Sa haben uns die Soundkulisse mal gegeben. Der Führerstand ist ein SUSI 2. Also der ist noch älter. So, am Kilometer 322,6 sind 120, sogar nur 100 drin. Die sind auch hier jetzt nochmal angekündigt. Da bremsen wir auch mal gemächlich runter. Das hier liegt ja, glaube ich, für Zup drin. Also für die Neigetechnik. Oh, schade, frei macht gar keinen Ton. Und zum Abschluss. Hui. So, wir fahren übrigens nach Kassel. Wir haben auch weiter gar keinen Halt. So, 90.
fahren wir durch Gräben schnell durch. Was haben wir hier überhaupt für eine HLB? Oh. Wir haben eine nach Gießen. Sehr schön. Dann ist das ja so ein Opfer, was dann hinter Kassel-Wilhelmshöhe immer bis 30er überall hält. Wie gesagt, das Hessentag-Szenario. Auch die RE Frankfurt, Gießen, Marburg, Kassel. Die fahren auch nach Hofgeismar, also die kannst du ja auch fahren, zumindest bis Kassel-Wilhelmshöhe. Mein Weserbahn wird ja nicht gebaut für den Susi, kommt vielleicht noch, vielleicht muss man es auch mal selbst machen, aber dafür bin ich noch zu unfähig. Wir fahren auch einen Fünfteiler. Oder müsste ein Fünfteiler sein? Ah. Ach, drei Mittelwagen ist ein Fünfteiler. Wir fahren jetzt bis Kassel-Wilhelmshöhe unserer Endhaltestelle durch. Und das bei Nacht. Ich habe keinen Plan, wie dunkel das auf YouTube ist. Und Susi geht's nämlich. Das war die SIFA. Stadler Rotz hat ja keine Sprachausgabe. Ist doch ein schönes Stück Strecke hier. Natürlich gibt es viele landschaftlich schönere Strecken. Beispielsweise die linke Rheinstrecke, müsste es sein. Die wird aber für Susi 3 sogar gebaut. Also Köln-Bingen. Da freue ich mich auch irgendwie drauf, weil das ist ja nochmal so ein richtig langes Stück. Das ist aber auch die Frage, wie lange das dauert.
Kommt ein Kantos entgegen. 3-3-Teiler zusammengehängt. Kantos ist ja auch Teil von hässlicher Landesbahn. Der gehört ja, Kantos gehört ja halb der Hochbahn, halb der hässlichen Landesbahn. Jetzt ziehen wir durch Mönchhof durch. Sind wir ja gleich schon da. Oh gut, bis auf Geismesser nicht weit. Häng ich aber glaube ich noch eine Fahrt dran. Wir könnten die hässliche Landesbahn auch wieder zurückfahren, aber da habe ich jetzt keine Lust zu. Mal sehen, es gibt ja hier noch ein paar mehr in dem Fahrplan. Wir können ja auch einen Stadler Kies fahren, der ist so ein schöner Zug. Der wird hier im Regionalverkehr eingesetzt, gebaut wurde für die S-Bahn und dementsprechend ist er auch ausgestattet. Du kannst aus dem S-Bahn-Zug einen vernünftigen Regionalzug machen, siehe Baureihe 425. Das ist ja auch mehr schlecht als recht. Den kannst du für ein bisschen regionalere S-Bahn nehmen, weil das Ding eine Toilette hat, soweit ich weiß, aber... Wobei, hat sie überhaupt eine? Wunderschön, es ploppt hier Kalender rein, aber da ich zu sie im Fenster aufnehme, seht ihr das nicht. Brauche ich nichts rauscutten. Da sind wir schon wieder 100 angekündigt. Jetzt fahren wir durch Oberfelmer durch. Gehört ja auch schon zu Kassel, soweit ich weiß. Jetzt zweigen wir ab nach Wilhelmshöhe. Hier oben erreicht die Strecke nach Kassel Hauptbahnhof. Und diesmal fahren wir durchs Seitentor. Letztes Mal sind wir ja, meine ich, mittendurch. Fahren wir heute eine andere Einfahrt rein. Oder war das mittendurch? Doch, das war mit dem IC. Hier kommt die Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg. Jetzt kommt eine Überholung, ich höre es doch schon. Oder? Ne, hat sich aber gerade wirklich so angehört. Cool, der jagt uns über die Schnellfahrstrecke, auch nicht schlecht.
LZB, selbst wenn hier ein Aufnahmepunkt wäre, der Flirt hat keine. Da sehe ich ja schon den gelben. So, die 10 Gramm kann er noch ausrollen. Und wenn jetzt gleich Lotse uns wieder rüber, statt uns davon einfach geradeaus zu schicken. Weil die gerade Einfahrt ist ja noch auf 100 freigegeben. Bauarbeiten oder was? Steht jedenfalls ein Bauzug rum. Jetzt geht's rüber. Oh, das war's ewig. Na gut, am Ende vom Bahnsteig ist rot, das war zu erwarten. Und da ist Wilhelmshöhe. Sind wir da? Eine Minute verfrüht. Von daher, ich hänge noch eine Folge dran. Bis dahin einen kurzen Cut. Ja, und damit willkommen zurück in zum See3. Ich nehme das hier gerade mal Schluss auf. Also es ist ja für euch die Weiterführung der hässlichen Landesbahnfahrt. Jetzt fahren wir doch so der DB Regio. War hinten dran 146.1. Wobei 2015 weiß ich es nicht, aber eigentlich fahren die 146.2. Und das ist dran. Wie viele? 1, 2, 3, 4. An echten Garnituren hängen heutzutage 7. Kann sein, dass sie von Hessentag verlängert wurden. 1, 2, 3, 4, 5.
6. Ne. Die Standardgarnitur. Neben uns steht auch ein Kaktus. Bis zur Abfahrt haben wir noch kurz Zeit. Ist halt, stinkt nochmal der Steuerwagen. Ich wollte jetzt nicht dieselbe Nummer fahren, da hätten wir 146 fahren können. Machen wir vielleicht ein andermal. Ja, was gibt's noch zu sagen? Die Doppelstockgarnituren haben auch tough. Also TAV geschrieben. Und noch eine Minute, dann ist Abfahrt. Aber das ASIG ist noch rot. Genau, auch schön, wie das ASIG hier mit auf dem Bahnsteig steht. Wir sind wohl längere Partien nicht gewollt. Eigentlich gerade hier im Steuerwagen. Könnt ihr es euch ein bisschen größer ziehen? Weil hier unten ist so viel Führerstand, also brauchen wir eigentlich nicht. Muss der Ebola noch ein bisschen angepasst werden. Der Kantus ist jetzt weggeploppt, auch nicht schlecht. Und 33, da wir sagen, da haben wir Abfahrt. Allerdings aktiviere ich hier mal schnell noch das FIS. Alles gut. Türen sind nach meinen Augen geschlossen. Aber würde ich sagen, fahren wir mal weg. Eine 60, dann dürfen wir uns glaube ich mal draus befreien. Jawohl. Unsere 146er liefert aber auch keinen Sound. Fahren wir heute nicht nach Kassel Hauptbahnhof, sondern nach Hofgeismar. Diesmal auch bei Tag. Das ist natürlich ein neuerer Steuerwagen. Der hat auch das Fahrpult in der Mitte. Bei den älteren ist das ja noch wie in den Loks schön rechts. Einmal die 60. Einmal die Siefer.
Wir stehen ein bisschen was rum im Kasseler Rangierbahnhof. Da steht auch RB 143. Ja, die können wir eigentlich auch mal fahren. 143er ist ja auch was, was sich eigentlich ganz nett fahren lässt. Weil die so eine regelnde Stufenaufstellung hat und so ein Krams. Das heißt, da gibt es einfach nur eine Geschwindigkeit vor. Es ist nicht wie eine AFB, aber so grob. Der fährt sich hier anscheinend auch über Fahrstufen. Ja, gut zu wissen. Wahrscheinlich haben sie das für die 111er eingebaut. Steht hier ein Güterzug ohne Lok. Kann ab und zu mal vorkommen, wenn er die Züge nicht richtig lädt. Nee, die Lok hängt hier mittendrin. Da muss aber vorne auch einer drauf sein, der hier die Strecke überwacht. So kannst du ja den Fahrweg gar nicht sehen. So. Der Rand scheint mir beides. Weil so befinde ich mich in Stufenschaltung und so ist er ganz frei. So, wie weit haben wir es überhaupt noch aufgeheißen? Ich kann es ja gar nicht sagen. Soweit sollte das jetzt auch nicht sein, aber.
Was haben wir hier? 100. Na dann. Und eine La 70, jawohl. Das war ein bisschen viel. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Hier fängt er auch die Laden. Das ist aber schon wieder zu Ende. Was haben wir denn für eine Zuglänge? 181 Meter. Oh, mal gucken mal aus dem Fenster. So, jetzt sollten wir durch sein. Geht's hier bergab? Kommt der 628 in Vierfachtraktion entgegen, ist auch schön. Fahren wir durch durch immer nach Hause, fahren wir durch Grebenstein, kommt noch. Zuggewicht geht mit 422 Tonnen noch, das ist in Ordnung. AFB ist an sich ja schon was Feines, aber die Steuerwagen haben das nicht.
Ankündigung 90. Jetzt sind wir durch Grebenstein durch. Hier steht auch eine Rekio. Alles klar, Dreifachtraktion. Das haben wir bei den Kisten noch nie gesehen. Da war noch eine P-Tafel. Habe ich die auf der Hinfahrt gar nicht gesehen. Jetzt sind wir 140. Nur für 4 Kilometer sind wir noch auf Geismar. Ist auch schon nur gerade. So, hier gehen wir erstmal gut rein, damit man keine PZB-Zwangen kassieren. Nächste Stufe wäre Schnellbremsung, die sollte man betrieblich nicht nutzen müssen. Aber wir sind da! Hier steht das 611er, weil 612er gibt es für Zusi noch nicht. Ist der Vorgänger vom Regio Swinger.
Und Türen auf. Unterschied bei lokbespannten Zügen ist, man muss Türfreigabe nochmal separat drücken. Es reicht nicht, den Wahlschalter rumzudrehen. Bei Triebwagen ist das ja ein Knopf, da drückst du Tür links und dann gehen die links auf. Hier drehst du den Schalter nach links und musst du dann die Tür noch freigeben. Ja, gut. Aber dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.